Was geht ab, Freunde? Willkommen zu Teil 4 meiner Most Wanted Games Liste. Und bevor wir jetzt reinstarten im Platz 8, 7, 6 und 5, danke erstmal an der Stelle für das ganze Feedback. Danke, dass die Videoreihe wieder so gut bei euch ankommt. Für die Unterstützung danke ich euch natürlich in Form von Likes, Kommentaren und natürlich fürs Zuschauen auch. Und an der Stelle auf jeden Fall auch frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Dieses Jahr, Freunde, wird gamingmäßig auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Alleine, wenn man sich nur den Februar mal reinzieht, der sieht schon extrem geil aus, was das für Blockbuster-Games rauskommen. Es wird geil, Freunde. Und ich hoffe, ihr habt Bock, das ein oder andere Spiel mit mir gemeinsam zu erleben. Wenn ihr nicht sowieso alles da draußen selber zockt, dann seid ihr hier natürlich gerne eingeladen. So, ich würde sagen, wir starten direkt durch mit Platz 8. Einige von euch haben durch meine Hinweise gefühlt jedes Spiel erraten. Aber ist ja auch egal. Ich meine, wir kommen jetzt zu den Top-Titeln und die sollte ja, glaube ich, der ein oder andere wissen von mir. Davon abgesehen, dass drei von den Spielen, ich glaube, alle vier sogar auf dem Thumbnail zu sehen sind. Und ich würde sagen, wir starten einfach durch. So, Freunde, starten wir durch mit Platz 8. Und Platz 8 ist die Fortsetzung meines absoluten Lieblings-Nintendo Switch-Spiel. Und zwar das neue Zelda-Spiel. Ob es jetzt Zelda Breath of the Wild 2 heißen wird, weiß man ja noch nicht. Es hat ja immer noch keinen offiziellen Namen. Aber es muss dabei sein. Denn, wie gesagt, Zelda Breath of the Wild 1 ist mein Lieblings-Switch-Spiel. Ich habe es damals mir gekauft und habe es gespielt. War nach anfänglichen Schwierigkeiten auch danach direkt begeistert. Ich meine, ich habe das damals gestartet, bin da aus der Höhle gekommen, jeder, der den Anfang kennt, gerade ausgelaufen, in den Wald gegangen und es hat direkt geruckelt und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, Nintendo, was habt ihr gemacht? Und dann laufe ich durch die Gegend und erkunde so ein bisschen und dann hat es irgendwie plötzlich Klick gemacht und es hat mich so gepackt und ich habe so viele von diesen Mini-Dungeon-Rätseln gemacht. Ich glaube, es gibt 120 im Spiel, ich habe, glaube ich, 80, 90, 100 Euro gemacht oder sowas, sehr viele von diesen grünen Baumsamen da gesammelt und einfach die Welt erkundet. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, und ich hoffe, das nehmen die raus beim Nachfolger, dass die Waffen kaputt gehen. Mann, hat das genervt. Auch dieser eine Abschnitt, wo man sich da durch die Gegend schleichen muss, in diesem komischen, in dieser Schleichpassage, wer das Spiel gespielt hat, weiß, was ich meine. Sobald du entdeckt wurdest, musst du alles von vorne machen. Das waren so die einzigen Punkte, die mich gestört haben. Und ansonsten war das so ein geiles Spielerlebnis. Und der erste Trailer ist ja schon länger her. Jetzt gab es vor einigen Monaten, glaube ich, war das zur E3-Zeit? Oder wann war das? Obwohl, Nintendo hat ja nicht an der E3. Ist ja auch egal. Der letzte Trailer, das sah schon wieder direkt richtig geil aus. Und ich hoffe, sie schaffen es, dass das Spiel dann 2022 endlich gibt. Ich meine, viele haben ja damit gerechnet, dass es dieses Jahr kommt. Sie haben es nochmal verschoben oder gesagt, dass es auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit braucht. Und es muss dabei sein. So, Freunde, Platz 7 ist der nächste Titel von Microsoft. Man glaubt es kaum, Freunde. Es kommen ein paar Microsoft-Spiele. Das ist der absolute Wahnsinn, Freunde. Vor allen Dingen vor 2-3 Wochen gab es dann das neue Gameplay-Video endlich mal zu diesem Spiel. Und ich rede von Hellblade 2 Senua's Saga. Oder nur Hellblade Senua's Saga. Ist ja auch scheißegal. Der zweite Teil. Und es sieht extrem krass aus. Also, ich war so weggeflasht von diesem Gameplay-Trailer. Klar war der nicht perfekt. Krasse Detektive haben entdeckt, Alter, das ruckelt hier und da teilweise. Ja, wirklich. Ach so, ich dachte, das wäre schon das fertige Produkt. Es sieht trotzdem geil aus. Der Artstyle ist übertrieben geil. Der erste Teil war so übertrieben nice. Vor allem ein besonderes Spielerlebnis, was man nicht an jeder Ecke hatte. Wir haben ja Senua gespielt im ersten Teil, die ihre eigenen Probleme hat. Denn sie ist schizophren, sie hört Stimmen, die auf der einen Seite ihr gut zu reden, ja klar, mach das, Senua, du kannst es schaffen. Auf der anderen Seite wird sie dann die ganze Zeit kaputt geredet, du schaffst es nicht, du wirst eh sterben, jetzt leg dich doch direkt jetzt am besten schon ins Grab, dann hast du es hinter dir so auf die Art und Weise. Dann mit dieser unfassbar geilen Musik, die das Spiel begleitet hat. Klar, spielerisch war der erste Teil nicht geil, grafisch war der erste Teil nicht übertrieben geil, also es war nicht auf absolutem Top-Level, aber die Story, das Spielerlebnis war so schön, wie gesagt, gepaart mit der Musik, die Stimmen, die du die ganze Zeit hörst. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr das spielt, dann auf jeden Fall mit Kopfhörern. Und jetzt, wie gesagt, vor 2-3 Wochen kam ja dieser Gameplay-Trailer raus und es sieht so krass aus. Das hat mich wirklich geflasht. Alleine das Design von diesem Riesen, der aus diesem Wasser kommt, der sieht so ekelhaft eklig aus. Und dann geht ja die Action los, alle werfen mit Speeren und Pfeilen auf den Riesen drauf und er kommt immer näher und Senua brüllt sich die Seele aus dem Leib. Das ist also so geil von der Präsentation her. Die Kamerafahrten, das war so schön zu sehen, dass es irgendwie diese Stimmung vom ersten Teil eingefangen hat, diese dreckige, düstere Stimmung. Nur man sieht es, dass durch die Money Power vor allen Dingen von Microsoft da viel mehr Kohle drin steckt und ich glaube, die reißen da ein richtig geiles Game ab. Und ich freue mich extrem drauf. Es muss endlich kommen dieses Jahr, weil wir schon sehr, sehr lange drauf warten. Das war, glaube ich, mit das erste Spiel, was vor der neuen Konsolengeneration von Microsoft angekündigt wurde. Wir warten immer noch. Ich hoffe, 2022 ist es endlich soweit.
So, Freunde, machen wir weiter mit Platz 6. Und Platz 6 ist bei Marvel Spider-Man 2. Nur Platz 6, wenn man so will, weil es bisher nur einen Teaser-Trailer gibt und das Spiel ja selber schon von den Entwicklern datiert wurde, auch 2023 erst. Also wir müssen noch ein bisschen länger warten. Aber anders als bei Wolverine wissen wir schon, was uns ungefähr spielerisch so erwarten wird. Und wir haben ja schon gesehen bei den ersten beiden Spielen, sag ich mal, zu Spider-Man und Miles Morales, dass Insomniac Games extremst gut verstanden hat, was Spider-Man ausmacht. Nicht nur spielerisch, sondern auch storymäßig. Haben sie sehr, sehr gut rübergebracht mit den ganzen Gegnern, die sie auch reingebracht haben in das Spiel. Und wie gesagt, der Gameplay-Flow ist übertrieben geil gewesen. Bei Spider-Man 1 hat mir, also ich sag mal, Spider-Man 1, der Hauptteil, haben mir die Story besser, deutlich besser gefallen als bei Miles Morales. Aber dafür haben sie bei Miles Morales sich spielerisch nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Gerade auch in den Nebenmissionen, auch von den Kämpfen her, das war irgendwie noch ein bisschen dynamischer, ein bisschen krasser, ein bisschen beeindruckender, wie das abgelaufen ist. Und man hat ja schon gesehen, Insomniac Games weiß es perfekt, ich glaube besser als jeder andere Entwickler da draußen, wie man mit der PlayStation 5 umgeht. Und ja, Spider-Man 2 muss natürlich dabei sein. Wir haben jetzt schon das Venom-Design gesehen, es sieht sehr, sehr geil aus. Dass Venom dabei war, war ja keine Überraschung. Jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß ja, dass Venom auftaucht. Denn ich bin mir immer noch 100% sicher, dass es Kraven im Hintergrund ist mit der Stimme. Und das sind so zwei der ikonischsten und größten Gegner, die Spider-Man so hatte. Abgesehen von denen, die wir schon gesehen haben mit Doc Ock und so, das ist klar. Aber, ey, wie gesagt, die haben so krass bewiesen, dass sie es extremst gut drauf haben, Spider-Man so geil rüberzubringen. Und dann Venom am Start. Ich freue mich so krass auf Venom. Ich bin aktuell so heftig im Venom-Fieber, weil ich die aktuelle deutsche Venom-Comic-Reihe gelesen habe. Und wer das gelesen hat, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, mit den Events dazu, Absolute Carnage und King in Black. Wer das alles gelesen hat, ich habe das dieses Jahr, die letzten Wochen nachgeholt, beziehungsweise aktuell gelesen, weil es jetzt vor kurzem erst abgeschlossen wurde. Wer das gelesen hat, wer da sieht, was so möglich ist in Sachen Symbionen-Action, was so möglich ist, wie man Carnage auch zeigen kann oder wie man auch Venom zeigen kann, der wird den auch verstehen, warum ich zum Beispiel den Film so beschissen scheiße fand, weil es so ein Kindergeburtstag war. Und ich hoffe, in Summer Games, ich meine, das wird jetzt nicht brutal, dass ständig Köpfe rausgerissen werden oder sowas, aber sie werden schon, alleine durch den Trailer habe ich schon den Eindruck, sie werden es schon sehr gut rüberbringen können, dass Venom in dem Fall noch eine sehr, sehr bedrohliche Figur ist. Und nicht irgendwie, wir machen die ganze Zeit Jokes und so weiter. Also, ich bin sehr guter Dinge und würde es jetzt schon Gameplay geben, wäre es wahrscheinlich noch weiter oben. Ja, es wird geil. Ich bin mir sehr sicher, es wird geil. So, Freunde, dann zum Abschluss für dieses Video Platz 5. Und Platz 5 ist, wie gesagt, zu hart für Deutschland, Freunde. Es kommt leider hier nur geschnitten raus. Dying Light 2. Aber, da das Spiel sowieso ab 18 ist und jeder, der 18 plus ist, sollte wissen, wo man sich Spiele importiert. Gegebenenfalls, wer nur eine Digitalkonsole hat, keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, aber der hat halt die Arschkarte gezogen dann. Deswegen am besten doch CD kaufen, weil es ab und zu doch vorkommt, dass in Deutschland so Spiele geschnitten werden. Warum auch immer, man weiß es nicht, man versteht es nicht, weil so viele krasse Spiele rausgekommen sind, wo man sich denkt, okay, das ist schon hart brutal, aber Dying Light 2, wo man Zombies tötet, gut, muss man nicht verstehen. Aber egal, lass uns nicht darüber reden. Scheiß mal drauf auf das Scheiß-Thema. Dying Light 2, es ist endlich soweit, Freunde. Lange haben wir drauf gewartet. Jetzt ist es Anfang Februar soweit. Und, ey, Freunde, das Gameplay, was man bisher gesehen hat, die Möglichkeiten, die man treffen kann im Laufe der Story, beziehungsweise auch im Laufe der Story, was die Welten beeinflusst, ja, ob du denn, keine Ahnung, ein Stadtgebiet freilegst von Wasser oder halt nicht, ja, diese ganzen Möglichkeiten, die du hast, dann die ganzen Waffen, das Parcours-System, was sie natürlich weiter ausgebaut haben. Es sieht so geil aus und es ist so greifend nahe. 5-6 Wochen sind es noch hin, bis wir dann hier loslegen auf dem Kanal. Und ja, der erste Teil war schon sehr, sehr geil. Der war wirklich sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr geil. Dann dieses riesige Add-on, was auch sehr, sehr nice war. Und ich freue mich auf das Spiel. Ja, und wie gesagt, es kommt ja schon bald raus und ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Wir haben schon so viel Gameplay gesehen. Es ist, wie gesagt, zu greifen nahe, das Game. Ich freue mich extremst drauf. Ich bin sehr, sehr heiß auf das Game und es ist ja eins der Highlights aus dem Februar und eins der größten Open-World-Highlights im Februar. Was da, wie gesagt, Open-World-mäßig abgeht, das wird so umfangreich, das Spiel. Wie soll man das alles zocken? Nur der Februar, wie soll man das alles zocken? Aber ich sag euch ganz ehrlich, egal, bringt noch zwei mehr raus, zwei Games in dem Monat. Lieber mehr als wenig, ja. Also, ich freue mich extremst drauf und es wird richtig geil. Ich denke, es wird richtig geil und ja. Es wird blutig. Deswegen, es wird sehr, sehr blutig. Ansonsten war es jetzt erstmal. Zu den nächsten Spielen muss ich eigentlich nichts sagen. Die sollten eigentlich alle klar sein. Weil ich glaube, drei Spiele davon sind auf dem Thumbnail zu sehen. Und das letzte von dem vierten Spiel, also das von den vier Spielen, das sollte klar sein, dass es dabei ist. Ja, also ich brauche keine Tipps geben.
Ich bin gespannt auf eure Liste. Ballert mir das gerne in die Kommentare. Das war's an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.